So, hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Ich bin's wieder, London1986. Heute habe ich mir mal den Bark mit dazu geholt. Den hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr mit dabei. Hallo. Der spielt in der Mitte. Ich bin als Supporter alleine unterwegs. Also es wird gleich doppelt so lustig und Du hast doch den Christian. Nee, Klett-Support ist glaube ich total geht gar nicht. Keine Ahnung, der sieht für mich sowieso noch ein bisschen clunky aus. Ich hab den noch nicht angetestet. Ich auch nicht, aber ich habe Videos davon gesehen und das sah sehr skurril aus. Anklett. Kann man den schon spielen? No. Ja, der ist seit gestern ist ja, der nee, draußen. Nee, aber hatten wir es nicht sonst immer so gemacht, dass er so 2 Wochen für Ranked gebannt ist? Also instant? Nee. Hatten die doch mal irgendwann drin? Das weiß ich nicht, aber. Also ja, so, das ist jetzt ja richtig dämlich, dass man so Champions spielen kann, die, von denen noch keiner irgendwie eine Ahnung hat. Ja, das ist ja gerade das Gute. Es hat ihm gerade noch keiner eine Ahnung, deswegen wird er ja erstmal nur gebannt. Ne? Ja. Und dann, bis die Leute dann rausgefunden haben, der ist gar nicht so stark wie auf dem PvE. Den haben sie nämlich extremst, finde ich, nochmal nachgenervt. Auf dem PvE war der abartig. Der ist in 3 Leute alleine reingegangen, wenn er die richtigen Items hatte. Ja. Aber ich bin jetzt überlegen, ob ich den bannen soll oder nicht, weil wer sagt denn, dass der Gegner den spielen kann? Yasuo ist gebannt, also brauchst du ihn nicht bannen. Das Wichtigste ist schon gebannt. Ich würde eher einen Standard-Bann machen, wie Gangplank oder so. Oder irgendwas, was du nicht in der Mitte Gangplank haben möchtest. Weiß nicht, Vladimir ist auch relativ stark, wenn man den kann. Nö, der Einzige, den ich nicht in der Mitte haben will, ist LeBlanc und die ist gebannt, ne? Ja, dann bann Gangplank, ja, dann haben wir da dann Ruhe. Dann bann ich Gangplank, dann kann er nicht seine Kack-Ultis machen. Weil, selbst wenn der Gegner jetzt Klett spielt, ist es unwahrscheinlich, dass er ihn gut kann. So. Ja, das deswegen. Ja. Jetzt hier aber die Frage, womit supporte ich denn heute mal? Mit Fresh, komm! Mit Nami. Mit Nami habe ich noch nie gespielt, wird also richtig lustig. Ah, nice. AP mit auf so einer Sora-Karunen mit Segen des Windflüsterers. Ja, klingt alles gut soweit. Spielen wir dann? Ich glaube, wir spielen eine Lux, sage ich mal, im Voraus, aber ich weiß noch nicht. Ich denke, ich werde einfach nur mein Q treffen müssen und das ist schon das Wichtigste, was ich habe. Was noch wichtiger weil ist, weil das ist die Buff Bubble. Die ja, die E werde ich ja automatisch draufsetzen können. Also, das ist ja nicht unbedingt das Schwierigste. Und W ist ja die Heilung und R ist die Schwipp-Schwapp-Welle. Die R gibt auch Movement Speed, ne? Also für uns. Zum Verfolgen ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ist das nicht die E, die Movement Speed gibt oder die W oder so gut wie alles von Nami? Wenn du die R machst, kriegt jeder, der da durchläuft, kriegt Movement Speed. Also von den Verbündeten natürlich. Okay. Gegner werden hochgenockt. So. Ach, eine Annie. Du hast ein Echo in der Mitte. Nee, ich glaube. Ach stimmt, Annie kann immer noch Support sein. Annie wird Support sein, wenn du dir das mal anguckst. Jax ist top, Echo Mitte. Echo kann Jungle sein. Na gut, das könnte auch sein, ja. Aber ich gehe mal eher von Echo Mitte Jax aus. Jax kann auch Jungle sein. Also wir wissen eigentlich noch gar nichts. Richtig dämlich. Ich sag Jax top, Echo Mitte, Annie Support. Muss schon gucken, wenn es Echo ist, was man gegen Echo spielt. Caitlyn ADC, okay. LB. Jinx, okay. Und? Was kommt jetzt? Kommt jetzt noch ein Support? Ja. Oh! Dann ist es Echo Annie. Jungle, Annie Mitte, Zyra dann Support. Ist Annie. Ja, dann würde ich sagen, oh, Jena. Warum nicht, Viktor? Auch wenn er jetzt ein bisschen genervt wurde. Viktor habe ich nie gespielt. Okay. Ich komme mit seinem Q oder was das ist. Seinem Strahl komme ich überhaupt nicht klar. Na, hätte ich jetzt eher Brand empfohlen. Brand gegen auch Annie. In Ordnung. Weil das ist ein typisches Matchup, Brand gegen Annie. Weil mit einer Orianna. Kragas Orianna kommt, ist. Solange wir gleichzeitig die Ulti machen, ist das in Ordnung. Ja, naja, wenn du sie alle kriegst, dann brauche ich ja nur meinen R reinsetzen, ne? Stimmt. Der ist ja Knockup auch nochmal drin. Mein Name ist ziemlich gut mit Yasuo. Wenn ich mein Q treffe, wenn ich mein R treffe, ist ja alles Knockup. Wird ja alles als Knockup gezählt. Ja, auch Yana auch.
So, wir haben bei uns im Team Platin, alles drei Leute Platin und zwei Go Leute Gold, nämlich Gold 1 und Gold 3. Ich bin Gold 3, Gold 1 ist der Gragas, der Rest ist alles Platin 5 und 4. Im Gegnerteam ist alles Gold, bis auf der Jax, der ist Platin 5. Das heißt, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, ach, das Jungle, okay. Und wir haben MMR von 1753, ist unser Team zu 1707. Aber das sagt ja zum Glück nichts aus. Aber sollte ich dieses Spiel relativ gut abschneiden, dürfte meine MMR ziemlich steil gehen. Das ist nämlich das Problem, der liebe Werk ist nämlich Platin 4. In der Promo aktuell, kann das sein? Ja. Gleich Doppelschild. Wenn ich das gewinne, bin ich Platin 3, und wenn ich das verliere, bin ich aus dem Promo Das heißt, du wirst so richtig schön tryharden, ja? Das finde Hatte ich ich vor. gut. Ich hoffe, Das dass die finde ich Vayne genau gut. das gleiche denkt. Ja, ich muss erstmal überhaupt gucken, ob ich mit der Nami klarkomme. Ich will erstmal gucken, dass du mit der Cyber-Support klarkommst. Ich weiß nicht, hast du heute meinen Upload gesehen von dem Trash-Video? Ich bin noch ein paar Videos zurück, also. Okay. Das Trash-Video heute ist es, finde ich persönlich delicious. Ich habe noch ein anderes, es ist noch viel leckerer. Dachte, du magst kein Fresh. Warte mal was. Ich probiere alle Champions durch. Alle Supporter nach und nach will ich mir so aneignen. Deswegen habe ich jetzt auch Nami genommen, weil Nami hatte ich noch nie und jetzt kann ich mir Nami mal angucken, was sie so macht. Ich habe aktuell ein bisschen LP im Bonus sozusagen mit 35. Das heißt, ich kann maximal bis zu 4 Spiele verlieren. Was ich natürlich nicht möchte, aber dadurch habe ich Möglichkeit, mir im Ranked halt eben gewisse Charaktere mal anzugucken. Ja klar, in meiner Promo. Ja, auch in deiner Promo. Ja, ich Ja. denk mal, so schwer ist jetzt Nami nicht Nee, unbedingt. ist auch nicht. Du musst halt vor allem wissen, was du baust. Ich Das glaube, Wichtigste ist, dass ich gegen squishy Annie und as fuck bin. Cyber ist Mikaels sowieso sehr gut. Ich wäre Dass jetzt. wenn jemand gestunt wird, dass du den instant dann Super, die raushauen Vayne ist schon kannst. mal weg. Jo. Also Remake. Ah, chill. Vielleicht kommt es wieder. Ich hab da auch schon letztes Mal einen getroffen, der ist irgendwie jedes Game. Ich hab den dreimal hintereinander auf meinem Smurf gesehen. Der hat zwar die ganze Zeit rumbeleidigt und alles, aber der ist jedes Mal am Anfang ist der rausgeflogen und ist dann wieder reingekommen. Warum auch immer. Ist es bei ihr auch so? Ich denke mal, ich werde auf Ja, erstmal Solari die. als erstes gehen. Nach dem sehenden Stein inklusive Auge der Wächter und dann Solari. Das denke ich mal nicht dumm. Ich glaube, stimmt. Der Jax macht ja auch magischen Schaden. Eckermann macht. Also, die Naja, machen alle klar. magischen Die haben alle Schaden im außer Jinx. Endeffekt, ja, es Ja. ist 4x AP, also schön auf MR und du bist glücklich. Gut, Jax ist halt so ein bisschen Ich hyped. fange mit dem Q an, denke ich mal. Mit der Bubble halt, Ja, ne? das ist der Q. Ja, genau. Hat eine richtig schöne Reichweite, so. Die Auto-Attack-Range ist mäßig. Mal, womit ich anfange. Ja, es wird dann QWE werden. So. Dann wollen wir mal schauen, ob ich ein bisschen harassen kann mit der Kugel des Todes. Kannst du ganz gut mit dem Heal, ne? Hohoho, die Kugel des Todes trifft. Mit dem Heal kann man gut harassen. Ja, du Okay. kannst den auf dich selber setzen und dann fliegt er zum Gegner. Also der Heal funktioniert so, dass er immer einen Verbündeten nimmt, dazu zählst auch du, und dann geht er zum Gegner, dann wieder zum Verbündeten, zum Gegner und so. Naja, der Springt so oft rum, springt, bis. aber er kann den gleichen Den nicht gleichen nicht mehrfach mehr, anspringen. nee. Sonst wird er ja dauerhaft anspringen. Oh, schön. Mein Headset ist fast leer. Ah! Aber es wird für das Spiel noch reichen. Nur wird dann andauernd jetzt die Nachricht aufploppen. So, dann nehme ich den Heal mal mit, wa? Oh, die Heilung ist aber extrem hoch mit ihr, alter Ja, Vater. die ist echt gut. Das ist ja.
Schaden. Übrigens ist es heute das erste Match, deswegen nicht wundern, wenn ich vieles versaue. Meins auch. Weil vom Farm ist es gerade ziemlich gut. Ich habe bis jetzt keinen Minion verpasst. Oh ja, das ist schön, das sowas freut einen. Bei der Annie weiß ich nicht, wie es aussieht, da will ich aber gerade nicht nachgucken. Annie hat 19, du hast 23. Ja, dann hat sie 3 verpasst. 5 verpasst. Nee. Oha. 3 hat sie noch verpasst. Okay. Ja. Ja, gut, aber mit Annie kannst du nicht wirklich viele Minions verpassen. Also, da musst du schon echt nicht wissen, dass du mit der Kuh farmen kannst. Die Vane ist schon leicht toxic. Und dann? Nice. Gut, Aufnahme läuft auch. Es wäre so schön, wenn wir hier unten mal einen Gank bekommen würden. Könnte ich ja auch mal anzeigen, dass wir hier ganz gerne Hilfe wollen würden. Ey, ich gehe ein Stückchen raus, ne, und bin direkt halbes Leben wieder weg. Das ist zum Kotzen. Das ist Cyber. Und Jinx. Und die Kombo ist richtig glücklich. Schönes Ding, alter schön. Vater, richtig, richtig geiler Gang, lief richtig gut und das ich habe, glaube ich, auch meine Skills gar nicht mal so dumm gesetzt gehabt. Ich werde den W-Maxen, weil ich die Heilung doch ziemlich important finde. Was man auf die Max, weiß ich nicht, aber ich glaube, auf der kannst du fast alles maxen. Ne, ich habe meine erste Q nicht getroffen, aber das war dann im Endeffekt gar nicht so schlimm. Ich hab das erste Minion verpasst. Game is over. Ja, du bist 6 vorne, also chill. Solange wir es nicht kennen, Minion war, ist okay. Nee, war normales. Ah, oh, der Jax ist netter. Schade, ich wollte so ein bisschen teasern, so nach dem Motto, ja, ich bin AFK. Kannst du hochkommen? Nee, okay, ist okay. Ja, doch. Alter, nein! Du Vollhorst! Das war ja jetzt übelst dumm. Ja, ich hab's noch versucht, aber ich bin nicht mehr rechtzeitig genug rangekommen, sonst hätte ich ihn noch retten können. Oh lol, die hat Ulti. Okay, die hat alles raus. Nein! Ich wollte den Tierarzt haben. Lol, die hat gar keine Mana mehr. Ja, wir dürfen den Jax nicht fett werden lassen, aber der ist gut im Farmen dabei. Im Vergleich zum Gragas. Nein, die nimmt den Tippers mit. Ach, Manu, der gibt 50 Gold. Ist ja nicht schlimm. Die 50 Gold sind 50 Gold. Ja, klar. So, aber die hat keine Summoners, die hat alles raus. Ganz gut. Ich musste dafür nur mein Barrier zünden. Alter Vater, die Vayne. Übertreib doch nicht. Ja, du hast einen Heiler dabei, das heißt aber nicht, dass du nicht so aggressiv hier Spielspaß und Spannung betreiben kannst. So, guck mal. Wollen wir uns den von 1800 holen? Achso, da das ist ja alles. Ja, okay, dann gehe ich natürlich auch auf Magic Resistance. Wäre ja dumm, wenn nicht. Konnte ich mir leider keinen Pot holen. Okay, die geht full AP. Noch nicht mal Morellos, alter Vater. Nee, die geht full AP. Die will mich also anscheinend. Die will dich richtig, ja? Ja. Oha. Okay. Gut, also Ivan ist echt nicht schlecht. Aber hier gibt's ihm gerade. Hier gibt's ihm gerade Kill Potential für uns. Also dass wir getötet werden.
Der Jack soll anscheinend irgendwo Mitte sein oder so. Das auf jeden Fall der Gravas. Ja, immer vorsichtig sein, ist gar nicht schlecht. Was macht ja, die Lara da einer auf Top Lane? Das ist doch. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Die wollen hier, die wollen trappen. Geht, hol den auf. Da fehlt er nicht. Nee, geht weg, Alter, der ist Level 7. Zwei Level vor dem Grab, das ist schon krass. Ja, ich sag doch, der ist im Farm einiges voraus. Das sind, der hat 20 CS mehr fast. Der Gragas ist tot. Hilfst du ihm? Hilfst du ihm? Kriegst du ihn? Versuch's, ich versuch's. Ich hab keinen Flash oder sowas. Oh, hätte er sich jetzt nicht umgedreht? Wie dämlich, warum dreht er sich wieder um? Lauf zu mir! Ja, was soll ich machen? Ich kann nichts. Ja, mehr als nur versuchen zu roamen können wir auch nicht machen, ey. Ich verstehe das nicht. Der Gragas müsste eigentlich nur farmen eben gerade, weil er extrem hinterherhinkt. Jetzt war dämlich von dem, der wäre eigentlich safe gewesen und der dreht sich wieder um. Nur um eine Kuh zu schmeißen, dann konnte der Jax natürlich auf ihn springen. Ja. Und wir verlieren den Bot Tower deswegen. Ja, ich verliere auch Mitte. Schön. Es ist ziemlich großer Goldvorteil, den die jetzt dadurch haben. Es ist ärgerlich. Die Lauri verliert anscheinend auch Top Lane. Ja. Die ist auch nicht so gut dabei, das stimmt, ja. Lol, die kommt jetzt einfach mit zur Vorsicht. Bot ist komplett SS. Hau also, doch da ab! Ich denke mal, die machen ihm gerade Drake oder sind. Ja, hau ich da. Ich hab meine Ulti, ich kann Mitte kommen. Will die Ilau jetzt hier in der Mitte? Keine Ahnung, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Oh, ich habe einen Pink gefunden. Bot ist immer noch SS? Hast du Ult ab? Gleich. Gleich, aber die kriegen wir glaube ich nicht. Ich glaubst du nicht? Gehe jetzt nicht wirklich auf Schaden. Okay, naja gut, dann gehe ich Bot wieder. Ich bin gerade eher so, dass er... dass ich noch safe bin. Ich kann ja, mit meiner Ulti hätte man vielleicht was machen können, deswegen. Ich push lieber rein. Schön rausgezogen, Vayne. Schön rausgezogen. Okay, nice. Ah, na also. Aber ist immer noch... Nee, leveltechnisch ist er jetzt gleich auch wieder mit dem Jax. Ja, das wissen wir noch nicht. Wir haben den Jax schon lange nicht mal gesehen. Aktuell, so wie wir es gesehen, so wie wir es sehen. Ja, aber wir können aktuell nicht engagen hier auf der Botlane. Zumindest kriegen wir ein bisschen Geld. Ach, Mann. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Mitte wollen. Das ist gut möglich, auf Botlane ist es. Ja, ich versuche ein bisschen safer zu stehen. Ist wieder da, zumindest die Jinx. Das ist der Jax, jo. Ja, die wollen, denke ich mal, Drake machen. Weil wir hier auch keine Pressure auf Verlehen haben. Ja, die wollen mich gerade. Oh, sehr schön, Vayne. Das war wirklich sehr schön. Oh, lol. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, warum wir die Syra nicht bekommen haben, weil die war eigentlich auch in meiner Hülle drinne.
Aber okay, ich sehe schon, dass wir hier definitiv ganz, 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 ganz schnell Magie-Resi brauchen. Meine Ulti war jetzt auch nicht gut. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht damit noch retten. Ah, die Vayne hatte mich gerettet, aber dann kam die Jinx Rocket. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, wie auch. Dachte, ich wäre safe. Wie und wann auch. Problem ist halt, dass das 2v2 wir einfach verlieren. Egal, es macht keinen Schaden. Gegen den Jax. Ja, er hat ja auch noch nicht wirklich irgendwie was großartig zusammen. Bot ist Miss. Das fehlt auch. Da. Jax ist hier. Mhm. Dann pass auf. Sarah ist Miss. Mann, jetzt wahrscheinlich Drake. Ist von auszugehen, ja, aber ja, was soll man machen? Drake. Vielleicht da drüber wurden, aber mehr auch nicht. Annie ist zwar Mitte, aber. Wir haben aber gerade erst angefangen. Ehrlich. Nee, ja, der jetzt haben sie. Ist in der Nähe. Okay. Bringt nichts. Nee, leider nicht. Mehr jetzt nur versuchen kann ich es ja nicht. Immer eine nächste Welle. Schade, dabei hat er einen richtig schönen Gank abgeliefert auf der Botland, muss ich sagen. Ja, aber der Jax haut den halt um. Ist hier gewordet? Weiß ich nicht. Oh, da kommt der Jax. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt öfters in die Mitte kommen. Das ist schön. Oh. Macht ja gar keinen Schaden an dem. Wie auch? Jetzt kommt selber auch mit zur Vorsicht, die kommt von unten. Ja, natürlich kommt die jetzt mit. Ja, oh. Können wir nicht halten. Nee. War nicht. Ich sehe doch nichts. Geh doch nicht hin. Genau deswegen gehe ich doch nicht hin. Ja, aber guck mal, 2 Kills! Hol sie dir! Ja, ich hab keinen Mana. Oh, aber die Pain hat. Das ist gut. Und ich habe auf die Annie Assist gekriegt. Mann, Alter. Eigentlich brauche ich Schuhe, aber gerade ist der. Ich brauche die Ägide einfach wichtiger. Ich brauche nicht viel Damage. Ich habe das Gefühl, ich bin ihm gerade irgendwie 10 Level zurück. Dabei bin ich der Syrah sogar ein Level voraus. Ja, Supporterleben, oder? Ne, weil wir extrem safe spielen müssen, weil die, ne, die Vayne muss halt eben farmen. Die braucht ihre 3 Items. Hat sie ihre 3 Items nicht, dann wird das nix. Mhm. Gut, dann willst du den. Ja, die Vayne spielt zwar ganz gut, aber unsere Lage ist verkackt da oben. Ja, aber die Vayne, die wird hinterher halt dem Schredder, wenn wir gute Ultis treffen, wir beide. Keine Objective Control. Okay. Ich brauche noch 50 Gold, damit ich zumindest mir mal Grundschuhe leisten kann. Die laufe ich wieder mit. Ja, okay, macht auch Sinn, dass die Mitte. Wir kommen jetzt alle Mitte. So wie es aussieht. Ja. Ja, ja aktuell. Ja, Top-Lane ist down, deswegen kommt die Mitte. Ja. Aber können halt nicht wirklich pushen. Ah, aber wir können Damage machen. Auch ja, an der hält sich halt hoch. Geistern.
Pass auf, von oben kommt ein Echo. Ja, nice. Alter, dieser verdammte Timbers. Der tötet dich noch, wa? Boah. Hey, umdrehen und selbst. Ja, das Problem ist, wir haben keinen Tank. Das ist eben gerade das richtige Problem. Und sag nicht, please wait me. Wir haben keine Möglichkeit, auf dich zu warten, wenn die engagen. Aber ja, ohne Vayne sollten wir keinen Teamfight machen. Definitiv nicht. Ich konnte ihm gerade gar nichts machen. Ich schon, also die Annie konnte nur töten, aber dann hat mich der Tibas zurück. Ja. Ilaris, oh Gott, liebe ist noch los. So viel Tower. Was? Unser Kragas hält nichts aus. Was soll das, glaube ich? Nö. Sollen wir da noch was machen? Ja, ich weiß nicht, was wir da noch machen können. Ich habe nämlich jetzt gar nicht verurteilt. Aber irgendwas können wir bestimmt machen. Ja, hat sie. Gern geschehen. Auto-Tech Damage OP. Ja, und meine Welle flog noch und dein Autotech auch. Ja, ja. Sehr schön. Und deine Welle hat's dann erledigt. Oha, ne, ich glaube, wir sind tot. Mann, ne. Geh mal weg. Geh doch mal beiseite, ey. Magie-Risi-Schuhe, definitiv. Dann fehlt mir noch 100er, verdammt. Ich komme auch, top. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Wie viel wird denn hier gerade gefehlt? Alles. Siehst du doch. Der kommt auch noch weg. Ah, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Oh. Ja. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Natürlich! Wir haben keinerlei Vision! Ja. Ja. Nee, aber wir haben ja auch alle Tier fehlt, was man fehlen konnte, oder? Mhm. Also es war reichlich dumm von uns. Ja, die Vayne kann 1-on-1 die Syrah aktuell nicht machen. Ja doch, könnte sie schon, aber also knapp halt. Ach, Inoue, zu dem. Ich sag dazu nichts. We need. Da drücke ich einfach nur Tab und denke mir meine Sache. Mein Volk zählt auf mich. Nice! Jetzt sind wir in der Defensiven auf jeden Fall. Oh, richtig in der Defensiven. Nee, richtig. Mein, so richtig. Ich hoffe, die kommen noch rechtzeitig. Mhm. Klar, Ori ist wieder schuld. Ich hoffe, die werden gleich mal tanky gehen. Aber ja, mit dem mit der Athens hat er irgendwie ein bisschen recht, ne? Es ging ja auch nicht darum, um die Damage zu machen, sondern mal den Burst von Annie zu überleben. Naja, wer burstet zuerst? Wer burstet mehr? Ich denke mal, die werden jetzt Drake machen. Ja. Oh, der Pille eh nicht kommt zuerst oder so. Oh ja, ihr seid schön alle am Flamen, das ist wundervoll. Könnt ihr auch noch was anderes machen, zum Beispiel spielen? Das würde helfen. Nee, man geht eigentlich auf voll Tankiness. Und zwar auf Magie-Resi Tankiness in dem Fall. Was wir jetzt machen, ist stupid as fuck. Ach, der Flash, dachte ich mir schon. Oh nein. Und Flash halt auch. Oh lol. Ja, 20 HP ist in Ordnung. Wenn du nicht vor mir wegrennst, könnte ich dich heilen. Hä, was machen die zwei da? Keine Ahnung, warten darauf, dass sie sterben, offensichtlich.
war natürlich jetzt auch wieder unsere Schuld. Natürlich. Weil wir lieber deffen, anstatt aussichtslos zu kämpfen. Besonders du mit 20 HP, du hast als Erster reinzugehen. Naja, ich denke das. Ich denke einen Auto-Tech. Von selber. Ja, alles Hallo. Klar, hat's mich gebaitet. Und dich auch. Ah, schön. Nein. Geht doch weg. Ist der Justus. Ich sehe auf der Ilaoi kein Magieresi außer die Schuhe. Ich sehe auf dem Frozen Heart versus 4 AP. World. Ah, okay, der gehen beide AD für Echo und Rexa. Ja, aber nee, die werden. Es ist trotzdem. Ja. LOL. Hab ich gerade nicht aufgepasst. Die machen Mischschaden, beide. Ja, ja, klar. X ist gerade top. Das ist schön. Der wird dann top auch kriegen. Wenn wir hier hinterher rennen. Ah, okay. Alter, hör doch auf mit ich dem hör, Chase. Ich chase nicht weiter. Wieso dreht Ori jetzt um? Was soll das? Mann, was machen die da? Chasen! In ihren Tod! Ja und flashen! In ihren Tod! Ja, komm! Hast du nichts Besseres zu tun, ne? Oh Mann! Ja, ich konnte dich nicht retten. Ja, ich weiß. Ich meine, wir sind nicht diejenigen, die 0-9 stehen. Ach Mann, ey. Ah. Ja. Oh, ihr seid die ganze Zeit nur am Flame. Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass wir... Ach scheiße, ich habe nicht umsortiert, sonst hättest du vielleicht noch eine Sekunde mehr überlebt. Ah, komm, jetzt verloren. Haben wir keine Chance. Die Lowy ist sowieso so ein Champ, mit dem kannst du nichts machen irgendwie. Du hast doch kein CC auf ihr. Die Van versucht es zumindest noch, aber das ist GG. Ja, die Leute haben mittlerweile gecheckt, dass man aus der Ilaoi Ult rauslaufen kann. Ja, nö, ja auch, aber wir hatten halt eben, muss jetzt wirklich so sagen, wie es ist. Wir hatten keine Frontline. Wir hatten keinen Tank, also keine Frontline. Niemand, der für die Vayne und auch für dich peelen konnte. Dann hatten wir den Gragas, der ein bisschen doch ziemlich hinterher hing. Warum auch immer. Ich meine, der hat einen guten Start eigentlich gehabt. Der hat gegen Jax machen. Der hat einen super Gank gemacht. Vom Farm her war even. Und dann kam mit der Jax um die Ecke und bam. Ich hab's nicht wirklich verstanden, aber nur 0-10, 2 Ilaoi ist... ja, da kannst du nicht großartig was machen. Gut, ich muss mir jetzt aber auch sagen, ich hab bestimmt die Hälfte der Kombos nicht getroffen. Ja, also ich bin auch nicht wirklich jetzt wirklich gut gewesen in dem Spiel. Ja, aber ja. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin euer Loot986. Bis dann. Tschüss.